Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. In diesem Video zeige ich euch die Pumpgun vom Raid Crotas Ende. Das wäre die Pumpgun Schwertbrecher. Ich gehe da gleich auf die Pumpe ein. Sie macht leere Schaden, hat da drei Standardveränderungen. Ich habe da das unterste drin. Das hat den Grund, dass, wie man hier sieht, die Stabilität ein bisschen zurückgeht, aber dafür die Reichweite ganz wenig hoch. Und für was genau braucht eine Pumpgun eigentlich Stabilität? Grundsätzlich für nichts, solange sie nicht vollautomatisch ist. Also können wir da auf die Stabilität verzichten und gehen auf Schlagkraft und Reichweite. Wir kommen gleich zum Grenadier. Kills mit dieser Waffe verringern die Abklingzeit deiner Granate. Das ist immer nützlich. Dann hätten wir weitmündige Magazinschacht, dass die Nachladegeschwindigkeit der Waffe erhöht ist. Dann Hammer geschmiedet, verbesserte Reichweite und Präzision und zuunterst Leichtgewicht, wenn gehalten, gibt dir diese Waffe plus 2 Charakteragilität. Ich habe da Hammer geschmiedet drin, denn eine Pumpgun, die weiterkommt, ist eine gute Pumpgun, vor allem im PvP, wenn ihr gegen andere Spieler spielt. Aber natürlich auch im PvE, wenn ihr gegen normale Ads, Char oder andere Gegner kämpft. Aus diesem Grund habe ich Dame geschmiedet drin und auch nicht viel weiter gespielt bis jetzt. Ich habe gedacht, ich mache das Video möglichst schnell, wenn ich die Waffe habe. Ich empfehle da Hammer geschmiedet. Finde ich am sinnvollsten. Dann hätten wir noch letzte Runde. Das letzte Geschoss jedes Magazins verursacht Bonus-Präzisionsschaden. Mit 6 Schuss ist das nicht unbedingt der Hit, aber es ist nicht schlecht. Das heißt, es ist gut, wenn man das hat, warum auch nicht. Und etwas, was speziell ist an allen Raid-Waffen vom Raid Crotas Ende, und zwar der Char-Disruptor. Wie ich auf den anderen Raid-Waffen-Videos schon gesagt habe, fügt die Pumpgun mit dieser Fähigkeit, wie man unten lesen kann, fügt Char Majors erhöhten Schaden zu. Das heißt, ihr macht gegen gepanzerte Char Majors, das sind die gelben, mehr Schaden. Wenn man es natürlich dann freigeschaltet hat. Soweit bin ich noch nicht, aber es ist nützlich, wenn ich es dann habe, dass ich da mehr Schaden mache gegen diese starken Gegner. Man sieht da ganz knapp im Bildschirm noch den Totenkopf. Beim Raketenwerfer ist der Totenkopf auch vorhanden. Ich finde das ein lustiges Design, finde ich ganz toll. Gut, ich zeige jetzt kurz, wie die Pumpgun funktioniert. Von der Distanz her seht ihr, da muss man schon recht nah herangehen. Wenn die Reichweite noch kürzer ist, verschlechtert sich das natürlich noch mehr. Ansonsten ist sie, wenn ihr aber ganz nah steht, richtig stark. Ich persönlich finde es eine gute Pumpgun. Kurz Lebenspunkte regenerieren. Ja. Umso näher man steht, umso besser die Waffe ist. Kurz Munition. Was ja eigentlich klar ist bei einer Pumpgun, aber da müsst ihr wirklich beachten, steht möglichst nahe. Aus diesem Grund haben wir auch die Reichweite so hoch wie möglich ist. Aber ansonsten sieht man vom Schaden her, wenn man wirklich genug nahe steht, haut die einfach alle Gegner weg. Ich mache da jetzt kurz einen Cut, bis ich wieder Munition habe. Die Munition hätten wir und wir wären auch gleich schon wieder da. Ich habe da kurz einen starken Gegner isoliert, damit man noch sieht, wie die Waffe funktioniert gegen solch starke Gegner. Wir nehmen ihn mit der Handgranate. Ja, dann halt doch nicht den Schild weg. Wenn man da immer schön auf den Kopf feuert, natürlich auch genug nahe ist, haut man viel Schaden rein. Hat es nicht ganz gereicht, leider konnte ich ihm den Schild nicht wegziehen. Aber ihr habt gesehen, die Waffe ist stark, vor allem wenn man ganz nah steht, passt das super. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Wenn ja, lasst doch ein Like da, dann weiß ich, das Video war gut. Gut, abonniert mich, ich freue mich immer über Abos. Vielen Dank fürs Zuschauen.